Ich bin Marina Marx. Wieder mal hart gelandet, wieder mal bin ich gestrandet. In meiner neuen Single Der geilste Fehler, ja, da geht's einfach um den Fehler in meinem Leben, den ich gemacht habe, der aber nicht wie so manch andere Fehler mies war, sondern es war halt ein richtig geiler Fehler. Es geht natürlich um Typen, mit denen ich Höhenflügen hatte, mit denen ich aber auch auf die Schnauze gefallen bin tatsächlich. Und genau das sagt der Song aus. Du warst der geilste Fehler meines Lebens. Was wie Himmel und Hölle, wie Feuer im Regen. Du warst ja, mein Song One Night Stand, den ja schon einige kennen jetzt bereits, der geht natürlich über eine Story von einem One-Night-Stand, ganz klar. Ich habe damals die Erfahrung gemacht und hatte dieses Erlebnis. Das war auch ein schönes Erlebnis. Allerdings muss ich immer dazu sagen, dass das jetzt nicht unbedingt etwas ist, was ich häufiger wiederholen möchte, ja, weil es einem irgendwie doch nicht so viel zurückgibt. Aber damals hatte ich so schon das Gefühl, ja, war es wirklich nur ein One-Night-Stand oder war es halt mehr? Und das habe ich in dem Song verarbeitet. War das wirklich nur ein One-Night-Stand? Nur ein Feuer, das sofort verbrennt. War es nur ein Augenblick ohne vorne zurück, während sich morgen unsere Wege trennen? War das wirklich nur ein One-Night-Stand? Ja, die Songs sind entstanden durch meine ganzen Erfahrungen, die ich im Leben gesammelt habe. Und da ich ja auch jetzt schon eine ganze Zeit lang auch Single bin, kamen da halt einige Storys auf, die ich jetzt zu verarbeiten hatte, und die haben wir alle in die Songs mit reingepackt. Ja, ich habe vor einem Jahr meine Debüt-Single One Night Stand veröffentlicht und seitdem hat sich so einiges im Leben verändert. Zum Guten natürlich, ich bin mittlerweile selbstständige Künstlerin und freue mich so, dass ich das auch sein darf. Die Anzahl der Fans hat sich vergrößert und ich bin um jeden Einzelnen da draußen dankbar, der mich auf diesem Weg unterstützt und begleitet, supportet. Ja. Die meisten meiner Kollegen habe ich tatsächlich bei TV-Shows kennengelernt oder aber auch bei Live-Konzerten. Mit manchen tritt man natürlich auch in Kontakt über Social Media, das ist auch schon vorgekommen. Ja, und ein ganz besonderes Erlebnis für mich war, Ben Zucker kennenzulernen. Auch bei einem Live-Gig, und wir sind sofort ins Quatschen gekommen. Es war auch ein Wahnsinnserlebnis. Bei Florian Silbereisen in den Shows aufzutreten war jedes Mal eine Bereicherung. Es hat mich jedes Mal weitergebracht. Die Erfahrung vor der Kamera, die Erfahrung mit dem ganzen Team, auch von Florian, ist etwas, was einem niemand mehr nehmen kann. Man wächst daran und ja, es ist ganz schwierig, das in Worte zu fassen, aber es ist ein ganz krasses Gefühl hier ganz tief drin, dass man das miterleben darf. Bei Florian. Wir waren ja die letzten Monate ganz fleißig dran, Songs zu schreiben fürs Album und zu komponieren. Und es ist jetzt so, dass wir das Album im Sommer rausbringen werden und ich es schon gar nicht mehr erwarten kann. Ich würd's wieder tun, auch wenn ich weiß, du bist kein Engel.